Hallo armseliges Österreich, ich stehe heute am 10.10. immer noch mitten im Oktober erneut bei einer Tankstelle. Letzthin haben wir ja im Sinne der Teufelsmusik ein paar Kilometer verfahren. Gesamtkostenbeitrag für zwei Abende mit ein bisschen Rock'n'Roll im fernen Bayern. Auf Bayern werden wir später noch zurückkommen. Ganze 250-260 €, wohlgemerkt ohne den Kauf der Tonträger, mit Tonträgern bei glatten 300 €. Da weiß man, für was man arbeiten geht. Ja, festgestellt muss da an dieser Stelle werden, dass die Weltmetropole München ein bisschen schickimicki und teuer, billiger war in Relation als Alpenmarkt an der Alz. Kann jetzt jeder erklären, woran das liegt, wie er mag. Jedenfalls, wir stehen jetzt hier an der Tankstelle. Wir haben für 1,779, also aufgerundet für 1,80 € zum Okkasionspreis 58 Liter Sprit für 103 € getankt. Und nebenbei haben wir dann noch so ein schönes Hinweisschild, ob wir denn überhaupt bereit für 10% Bioethanolanteil sind. Theoretisch und praktisch sind wir das natürlich nicht. Aber es gibt da jetzt quasi die schöne Option, ist Ihr Baujahr vor 2011, machen Sie vor dem Tanken den E10-Check oder tanken Sie Super Plus, der ist gleich daneben, der hat dann nur 5% Bioethanol. Für alle SPÖler, die zuschauen, das ist mit ganz viel Liebe nur die Hälfte. Und ja, der kostet dafür dann über 2 € der Liter. Also ihr seht, tanken macht Spaß. Das ist aber heute nicht das Einzige, wo das Geld dahin schwindet. Da kommen wir später dazu. Der Roman wird dann nach und nach wieder einsteigen, wenn es was Spannendes gibt. Ich gehe jetzt einmal für 58 Liter Sprit 104 € zahlen. Also ich habe das breite Grinsen im Gesicht und natürlich für alle wieder ganz, 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 ganz viel Liebe. Ich schaue einmal, ob der Tankwart jetzt meine Power-Meditation als Zahlung akzeptiert oder ob ich eventuell doch bargeldlos werde. So, der Roman hat jetzt einige meiner Tobsuchtsanfälle am Beifahrersitz ertragen müssen, während wir mit etwas sonderbaren Verkehrsteilnehmern, manch einer könnte meinen, die Trampen oder so wirken da, aber das ist jetzt natürlich Geschwurbel, von der Bahnhofstankstelle, also der eine, weil die andere ist ja gerade Baustelle, hierher gefahren sind. Der Tankzettel hat ergeben, von den 104 € Sprit, die ich erworben habe, entfallen 49 € irgendwas. Der Roman wird es eventuell als Tankzettel einblenden. Ansteuern, na toll, oder? Deswegen sollten sich vielleicht ein paar Dinge ändern und deswegen stehen wir heute einmal mehr, der Roman hält's fest, in der Kieselpassage. Die geneigten Seher vom Roman, ganz viel Liebe an dieser Stelle, werden natürlich schon wissen, was das bedeutet. Ich hab da dann wieder so einen Spickzettel und wir gehen mal wieder das Werk Volksbegehren bzw. Unterstützungserklärungen an. Ich weiß, es wird jetzt wieder irgendjemanden geben, der schlaumeierisch unter die Kommentare schreibt, na, bringt eh nichts und da verdienen die, die quasi einen so ein Volksbegehren einreichen, da nur ein Geld. Das mit dem Nix bringen ist ja in einem Land, in dem sowieso bis auf Stimme in eine Urne geben, beim Wählen eigentlich eh nichts mehr ist, siehe Wahldemokratie, so gesehen eh alles sinnlos, also bräuchten wir eigentlich alle nichts mehr tun. Nichts zu tun ist für den Roman und mich keine Option. Außerdem glauben wir ja trotzdem, dass wenn irgendwann mal das träge Volk ausreichend aktiv würde und da jenseits der vermeintlich geforderten 100.000 Unterschriften, sondern wirklich einmal ordentlich was passieren würde, die Politik das durchaus eventuell als Zeichen verstehen würde. Man hat ja in den letzten Monaten gesehen, dass zum Beispiel der Kanzler plötzlich blaue Politik macht, um da seinen Platz zu retten.
Aber das ist natürlich wiederum nur meine persönliche Einschätzung der Situation. Nichtsdestotrotz, ich habe einen netten Spickzettel und zwar haben wir hier heute Wohnungskosten wirksam reduzieren. Ich glaube, muss man nicht weiterführend erklären. Wer möchte, kann sich das natürlich im Internet anschauen. Da gibt es den genauen Text dazu. Dann quasi stoppt die Volksbegehrenbereicherung. Das ist der Punkt, der gerade vorhin von mir angesprochen wurde. Wenn man ein Volksbegehren anmeldet, dann muss man da ein gewisses Geld in die Hand nehmen und kriegt dann aber das Fünffache von diesem Geld, das man investieren muss, zurück. Das heißt, für manch einen ist das Anmelden oder Einreichen von Volksbegehren anscheinend inzwischen ein Nebenerwerbsverdienst geworden und dagegen sollte man tatsächlich vorgehen. Deswegen bin ich ein Freund von direktdemokratischen Maßnahmen wie Volksbegehren, Volksbefragungen und so weiter. Bin aber der Meinung, es sollte nicht der Bereicherung dienen. Insofern unterschreiben wir das einmal. Dann gibt's die Mehrwertsteuerstreichung auf Grundnahrungsmittel. Vom Titel her ist eigentlich klar, um was es geht. Den Text dazu konnte ich leider nicht einsehen. Der Roman wird einblenden, warum. Unser hochdigitales Österreich hat neben Kaufhaus Österreich, neben dem nicht sofortigen Funktionieren der elektronischen E-Card und allem, was wir sonst so hochtechnisch umsetzen, nämlich es nicht geschafft auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres diesen Text aufzuzeigen. Man sagt aber, es wird dem Ministerium gemeldet und man wird daran arbeiten, das Problem zu lösen. Naja, dann. Dann haben wir ein Heimatschutzvolksbegehren. Da geht es sozusagen darum, dass man die Heimat schützt und in Sachen Asyl, aber auch in ein paar anderen Punkten vielleicht dafür sorgt, dass die hier lebende, steuerzahlende und laut diesem Text kulturelle, wertvolle österreichische Struktur erhalten bleibt. Was die Kultur angeht, grinsen Sie mal an. Sie wisst ja, Klopapier kaufen, Masken tragen und sonstiges. Also ja, sage ich nichts dazu. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man, wenn man hier geboren ist, hier in das System einzahlt, hier seinen Beitrag geleistet hat oder leistet, dass man dann einen gewissen Schutz seiner Heimat verdient hat. Deswegen machen wir das an. Dann gibt's einmal Schilling statt teurer. Ja, auch hier ist der Text natürlich nicht einlesbar. Auch hier gibt es wieder ein elektronisches Problem. Aber auch hier wird natürlich daran gearbeitet, das zu lösen. Ich bin heute seit 10 Uhr vormittags auf zur Erklärung. Es ist jetzt 15 Uhr. Habe also schon das eine oder andere heute erledigt. Und in dieser Zeit habe ich zweimal versucht, dieses Textdokument hochzuladen und zu lesen. Funktioniert nicht, aber wie gesagt, wir sind ja auch in Österreich. Dann gibt es quasi die Initiative zur Gleichberechtigung der Wehrpflicht. Da geht es darum, dass es eigentlich dem Geschlechtergleichheitsgesetz nicht entspricht, dass man nur Männer zur Wehrpflicht bzw. zum Zivildienst ruft. Und das ist diesem maroden Land, ihr wisst, ja, einst hatten wir Lockdown, um das vom Kollabieren gefährdete Gesundheitssystem zu retten. Das geht jetzt gerade ohne Lockdown und ohne Covid. Dass in Wien und sonst wo Leute zum Sterben oder auch nicht am Gang liegen. Jedenfalls, wenn man da mehr Mädels mit in die Verantwortung ziehen würde im Sinne der Gleichberechtigung, dann hätte man vielleicht mehr vergünstigte Lohnsklaven, was anderes ist ein Präsenzdiener oder Zivildiener, Janat, der den Apparat Österreich als Österreich am Laufen hält, weil Österarm sind wir eh schon. Nichtsdestotrotz finde ich, nachdem wir ja mitten im Gender und sonstigen Wahnsinn sind, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn vielleicht wirklich wieder eine Gleichheit vor dem Gesetz geschaffen wird und wenn man Männern abverlangt, ihren Dienst für den Staat zu leisten, warum sollte das dann nicht auch für die Damenwelt gelten? Ja, dann haben wir quasi das Volksbegehren, Bargeld als Grundrecht. Ich vermute mal, da muss ich nicht viel und selbstverliebt schwafeln. Wer immer noch nicht verstanden hat, dass Bargeld als Zahlungsmittel dazu dient, die persönliche Freiheit und auch eine gewisse Krisensicherheit zu gewährleisten, der soll sich den Text anschauen. Ich werde da nicht weiter ausschauen. Dann gibt's quasi den Schutz der Privatadresse. Ja, sollte eigentlich auch klar sein. Dann gibt es
Politikerprivilegien abschaffen. Da geht es darum, dass viele Politiker in ihrem politischen Amt so viel Zeit finden, dass sie nebenbei noch anderen Tätigkeiten nachkommen, in denen sie dann zudem gutes Geld verdienen. Und da geht es ein bisschen darum, das zu deckeln bzw. anders zu regeln. Genauen Text bitte sich selber durchzulesen. Es wird einmal Zeit, dass der Bürger mündig und in Eigenregie was hinkriegt. Bin ja da nicht der Lehrer der Nation. Außerdem schauen es dafür viel zu wenig Leute. Last but not least haben wir dann noch ein ORF-Volksbefragung jetzt. Volksbegehren. Ich meine, zum Thema ORF gibt es schon diverse Themen. Ihr wisst, da kommt ja mit ersten postalisch, weil elektronisch kriegen wir sie ja in Österreich nicht hin. Dann für alle die Rechnung fürs ganze Jahr im Voraus, egal ob man ein Fernsehgerät hat, egal ob man den ORF konsumiert, egal ob man mit der Berichterstattung zufrieden ist. Während wir in Salzburg Tausende hatten, die bei der Unite Parade rhythmisch und unrhythmisch mit dem Arsch gewagelt haben, waren ein paar Aufrechte am 1. Juli in Wien und haben da demonstriert. Das waren natürlich zu wenige, wie das halt immer so ist. Und deswegen gibt es halt jetzt da im 17. Anlauf ein weiteres ORF-Themenpaket. Wir werden es unterschreiben und dann hätte ich gesagt, stürzen wir uns da mal mitten ins Geschehen, damit ihr nicht so viel selbstverliebt und dergleichen schwafeln. Nur wenn wir nicht selbstverliebt sind, natürlich trotzdem ganz, ganz viel Liebe. So. Für alle, die sich Romans Videos noch nicht angeschaut haben, das ist unsere Zieladresse. Ja. Das ist der dazu benutzte Lift. Schwurblertasche. Schwurblertasche. Und das ist der benötigte Ausweis, um die Identität nachzuweisen. Das heißt, wenn ihr da so Volksbegehren und Anträge dafür unterschreibt, braucht ihr einen Personalausweis und einen Reisepass. Sollte man inzwischen auch wissen, aber egal, das haben wir doch auf der Tür für eine wichtige Information. Mein Verdacht einer Puh. Wir wollen nicht reinschauen, das ist sicher ein Risikogebiet. So, haben wir festgehalten. So, für uns geht es dann rechts rum. Ja, dann geht's nein, man kennt das schon. Nicht bis jetzt ist gut. Das ist hier mit der Fall. Wunderschönen guten Tag. Ja, wer das noch nicht kennt, bei meinen alten Videos, da könnt ihr euch eine Lebensbestätigung holen, damit man wirklich wisst, ob man noch lebendig ist oder nicht schon längst tot. Und nach Elvis geht jetzt dann rein. Und vorher den Push the Button. So, Schichtwechsel. Der Herr ist eigentlich informiert, aber ich sehe ihn. Ja, schön. 10 Stück. Hallo. Bitte sehr. Das hat Ihnen, glaube ich, gesagt, dass der Vorgänger und ich uns da bei denselben Punkten einig sind, dass das unterstützt gehört. Initiative Gleichberechtigung 6. Bargeld 7, Schutz Privatadresse 8. Genau. Politikprivilegien 9 und ORF 10, ja? Ganz genau. Und Gerechtigkeit von Pflegekräften. Das ist das, was schon unterschrieben haben, glaube ich, wo jetzt das. Stimmt, ja. Ja, das kenne ich noch von letztes Mal, was auf der Liste steht. Ich gucke jetzt einmal die Zähne aus, was ich auch unterschrieben habe. Also ja, das passt schon so. Aha. Das haben wir letztens unterschrieben. Und wenn ich da bitte wieder Bestätigung Ausdruck kriegen könnte. Haben Sie einen Kugelschreiber oder so? Einfach die nächsten. Genau.
Nun, wie ist das rege Interesse der Bevölkerung, da was zu unterschreiben? Bitte? Ist das rege Interesse groß? Wahrscheinlich nicht, bei den Leuten. Jetzt mal wieder nicht, weil es sind keine Impfungen dabei und kann uns auch und jetzt auch nicht. Da kommen halt unsere Stammkunden wie Sie. Kann man auch nehmen. Ja, das kann man doch immer wieder genug zusammen, weil es ja doch immer wieder zu den Volksbegehren kommt. Also ganz ohne ist auch nicht. Okay. Kann da dennoch immer mehr sein. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. So, da hast du deinen Spickzettel zurück. Dankeschön. Das Rückseitig haben wir schon letztens gehabt, haben wir festgestellt. Ja. Genau, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich da jetzt beim Gehen was erklären wollte. Und jetzt erstmal die Automatik da. Wiederschauen. Wiederschauen. So, schauen wir mal, ist da rein, was drin. Nein, also läuft. So. Und in der Zwischenzeit, während der Liftfahrt, kam der Roman dokumentieren, dass wir heute 10 Volksbegehren unterschrieben haben. Haben uns natürlich wie üblich die Bestätigung geben lassen, das ist der Bock, den der Roman da in der Hand hält. Und für alle, die nicht so eifrig am Start sind, zwischen 6. und 13. November, also quasi so in 3 bis 4 Wochen, kann man quasi aktuell die inzwischen zur, wie soll man sagen, zum vollwertigen Volksbegehren aufgestiegenen. Genau, bitteschön. Ja, gleichfalls, ciao. Wir wurden unterbrochen vom übervollen Lift. Kann man unterschreiben, wenn man das noch nicht als Unterstützungsantrag gemacht hat, die Volksbegehren Gerechtigkeit den Pflegekräften, das Volksbegehren Covid-Strafen Rückzahlung und das Impfpflichtgesetz Abschaffen Volksbegehren. Also alle, die bis jetzt vielleicht es noch nicht am Schirm hatten, Romans und meine Videos zu den vielen Volksbegehren nur kritisiert haben oder geschaut haben, nicht geteilt, nicht kommentiert haben und nicht recht wussten, was sie damit anfangen sollen. Hier zur Erinnerung, 6. bis 13. November kann man das aktuell noch machen. Und ich lade natürlich alle einmal mehr ein, um nachzukommen. Weil wenn man auf der Couch sitzt, der Stopp, ne? Auf der Couch sitzt, verändert das mit Sicherheit gar nichts. Volksbegehren ändert vielleicht auch nichts, das mag stimmen, aber wie gesagt, nichts zu tun ist auch keine Option. Und wie schon in der Garage erwähnt, wenn irgendwann einmal mehr Leute aktiv würden, dann würde das vielleicht sogar was bringen. So, jetzt sind wir da im Erdgeschoss. Da tun wir jetzt nicht automatisch. Einmal zum Solarkollektion. Na schau, es gibt schon Autos mit riesengroßen Batterien, dafür ist die Uhr quasi mit Solar unterwegs. Wir werden da jetzt zum Billa runterschauen. Ich habe nämlich da lustige 25% Gutscheine und da werden wir für das spätere Nachmittagsprogramm ein bisschen Getränke und für meinen halbleeren Kühlschrank, war ja am Wochenende Rock'n'Rollen und somit nicht zu Hause, ein bisschen Lebensmittel kaufen. Und ja, da werden wir dann gleich einmal schauen, ob wir mit dem unglaublich tollen Klimabonus-Gutschein, ich habe da so tatsächlich so ein tolles Ding bekommen, also ihr wisst, die Eleonore, die mit den Tattoos und so, die für Steuergeld dann Klimaticket herschenkt, wenn man sich Leben lang zeichnet hat. Ich hatte ja vor kurzem diesen Klimabonus da rausgehört und ich habe da so einen tollen Klimabonus-Gutschein, da haben wir ihn heute fest. Und den werden wir da jetzt einfach einmal eventuell, sofern die Herrschaften das da nehmen, und das Volk bringen. So.
wichtig ist, wir nehmen da mal ein kleines Knaller mit und dann geht's los. Ja, der Elvis hat mir schon wieder eine Milch finanziert. Sehr nett, danke dir. Nachdem ich heute halt noch viel mehr Geld für dich ausgeben werde, ist es auf die Mille da nicht wichtig. Dankeschön. Danke, Rechnung. Ja, nehmen wir es mit, danke. So. Also, man hat gesehen, Klimabonus reicht für einmal Auto tanken und um einmal zwei Packen Brot oder Free Red Bull zu kaufen. Gut, dass wir uns das vom eigenen Steuergeld zurückerstattet haben. So. Dann haben wir mal wieder ein paar Brot daheim und wir haben heute was für den Video. Ja, da haben wir ein paar Stündchen zum Schauen. Vorgearbeitet ist eh schon, Gott sei Dank. Ja, du bist ja eh auch immer sehr umtriebig, aber die Leute daheim, die unseren Kanal so unglaublich stark unterstützen, also mit Sehen, mit Teilen, mit Kommentieren und natürlich auch die finanzielle Unterstützung für dein Tun, ist natürlich vielleicht interessiert daran, wie wir so einen freien Tag verbringen heute. Weil ich habe ja jetzt schon gezeigt, wie wir ein bisschen Rock'n'Roll gefeiert haben. Was es mit dem Rock'n'Roll-Thema ganz allgemein auf sich hat, dafür wird es irgendwann in naher Zukunft abschließend dann mein geplanterweise letztes Video geben. Ich habe nämlich nicht vor, diese Bevölkerung weiterführend meine Zeit, meinen Einsatz oder sonst was zu opfern, wenn man sich dann anschaut, wie in dem Land eh alles mehr oder weniger unverändert, planlos läuft und vor die Hunde geht. Aber heute sind wir da nochmal richtig aktiv und wie gesagt, was es mit dem Rock'n'Roll auf sich hat, werden wir andermal schauen. Jetzt schauen wir mal, dass wir da eventuell noch gratis aus der Garage kommen. Ticket-Eingabe. Naja, 1,50 hat uns der Spaß jetzt trotzdem kosten. Ein Skandal. Also ihr seht, ich kann gar nicht so viel arbeiten, wie das Leben mich kostet. So, Quittung wird gedruckt. Ich brauche eigentlich keine Quittung. So. Quittung wird gedruckt. Hat er gesagt, macht er aber gar und nicht. Und das Klappball da? Nein, das ist das Wechselgeld. Ja. Ich brauche eh keine Quittung. Ich habe jetzt eh dank deiner journalistischen Arbeit festgehalten, 1,50 Euro hat es gekostet. Ich finde nur spannend, dass die Quittung gedruckt wird. So. Wie dem auch sei, wir verlassen jetzt einmal mehr, um fossile Brennstoffe zu verfahren, weil sie ja mit knapp 1,80 Euro Grad zu billig ist. Diese Tiefgarage und der Roman steigt dann ein, wenn wir beim nächsten Hotspot sind. Soweit, so gut. Roman würde sagen, gehabt euch wohl. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ja. Jetzt stehen wir da vor einem Action und vor einem Bankomaten. Der Grund, warum wir vor einem Bankomaten stehen, obwohl wir doch so viel Bares sind, ist, dass ich angekündigt habe, irgendwann, wenn es finanziell drin ist, dem Roman zur Datensicherung in Zeiten, wo YouTube immer mehr Aufruferzahlen von Videos wegnimmt, also zum Beispiel von unserem Plem Plem Polizeieinsatzvideo. An dieser Stelle, der Roman wird es festhalten, ich habe ein Hawaii-Hemd an. Es ist politisch schwierig, weil es ist in Blau gehalten. Also alle, die jetzt meinen, hui, ja, ja, freiheitlichen AfD und sonstiger Sympathisant. Ja, schlimm. Und falls ein Wiener Polizist dieses Video schaut, ganz viel Liebe. Und ja, ich weiß, ich habe weiße Schürsenkel drin. Aber das ist tatsächlich so, dass diese Converse-Schuhe so verkauft werden. Ne? Nichtsdestotrotz, um mich nicht weiter selber zu unterbrechen, also wir haben jetzt eine externe Festplatte gekauft zum Occasionspreis von Rechnung haben wir auch mit, wegen Garantie, sage und schreibe 130 Euro und der Scheiß ist notwendig, weil
wenn ich es nicht mache, eh keiner macht. Und weil man den Roman quasi mit seinem rebellischen Lebenswerk, was wir so produziert haben in den letzten 3,5 Jahren, ja tatsächlich, wir befinden uns bald im 4. Jahr, dieses Material sichern muss, bevor es auf YouTube für immer verloren gegangen ist, und der Roman braucht dafür Speicherplatz. Und deswegen haben wir jetzt ganze 130 Euro, also man hätte auch sagen können, eine Tankfüllung ausgegeben, und haben da so ein Speicherblatt. Ich gehe jetzt noch zum Billa Plus, weil da habe ich auch noch mal Gutscheine. Da kaufen wir dann auch ein bisschen Kleinzeugs, und das ist gar nicht so spannend. Alle, die an dieser Stelle denken, ja, ja, was mache ich jetzt mit der Information? Im Zweifelsfalle vielleicht auch das eine oder andere, was ihr so an Daten über den Wahnsinn habt, vielleicht sammeln. Ne? Also ich habe, glaube ich, schon mal in einem der Videos erklärt, ich habe daheim, also nicht bei mir zu Hause liegen, man muss da vorsichtig sein, aber ich habe da inzwischen 3 volle Aktenordner angelegt, mit lustigen, wer wann was wo gesagt und getan hat. Und wie gesagt, jetzt wird das noch digital ein bisschen gesichert, und ja, falls jemand den Roman dann irgendwann einmal unterstützen möchte, oder vielleicht sogar mich, ja, in einem von Romans Videos schon aufgezeigt worden, eins dieser bösen Schuhwerke mit den weißen Schnürsenkeln hat inzwischen schon ein Loch in der Sohle, also ich spare mir vieles auch vom Leben ab, um mit dem Roman machen zu können, was wir machen. Und ja, also falls das einmal wer unterstützen möchte, wir sind dafür offen. Alle anderen blenden da immer PayPal und keine Ahnung was ein, obwohl die eh über 80.000 Abonnenten haben. Wir werden nicht um Geld betteln, aber falls jemand tatsächlich sagt, ja, den Listen- oder Kampfhund habe ich jetzt abgegeben, die Hundesteuer spare ich mir, Enkel habe ich keine, wohin mit meinem profunden Reichtum? Also wir würden eventuell für Kopien, Protestmaßnahmen oder digitales Zeug eventuell da Geld nehmen. So, soweit so gut. Jetzt darf der Roman wieder sein Zeug selber schaffen. Ich schaue jetzt dann einen Kettner rein, aus reiner Neugierde. Das muss der Roman nicht festhalten. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es spannend wird. Ja, hallo mal wieder. Wie der Roman feststellt, gibt es hier die mobile Red Bull Bühne vor dem Europark. Wir waren eigentlich da, weil wir uns per Gutschein, ne, man muss ja sparen in diesem Österreich, ein bisschen Fisch von der Nordsee gegönnt haben. Und jetzt haben wir festgestellt, hier gibt es zur Bespaßung der Kunden kostenlos am Vorparkplatz ein lustig Konzert, ohne Abstand, ohne Maske. Man darf erinnern, der Europark ist jener Laden, wo der Roman noch vom Security im Bürgergriff fixiert wurde, weil er keine Maske trug. Aber ich stelle fest, es geht jetzt wieder. Schön. Damit hätte ich gesagt, genug der Live-Musik, weil wir haben ja eh Rocktober, und der Roman hat ja eh ein paar musikalische Beiträge in den letzten Tagen gemacht. Wir werden das da wieder verlassen, und wie gesagt, wichtig ist kein Abstand, keine Maske, weil jetzt geht es wieder. Warte mal kurz, ein paar Sekunden sage ich Ihnen noch, die sind Gutmenschen. Wenn man immer schon so viele Gutmenschen auf einen Haufen hat. Und das reicht auch schon wieder. Alles an Bord. Es geht bald wieder los, wie es ausschaut. Ich wollte gerade sagen, habe ich es wieder verschrien. Das geht jetzt wieder ohne Maske. Fake News mit echten Tattoos ist gar nicht so, aber wir schauen da jetzt noch im Europark bei den Hygieneartikeln, weil ich habe ja letztens in Deutschland ein bisschen eingekauft. Und da würde mich jetzt interessieren, wo aktuell immer billig, 4,99. Und du hast Zeit? Zwar. Jetzt sind wir ja froh, dass es immer billig ist, wenn du schon mal 2 sagst. Ein bisschen folgt noch wahrscheinlich. Nein, es war knapp 3, und da ist es knapp 5. Na, müssen die jetzt in Ruhe raussuchen. Ich habe in den letzten Tagen viel Geld ausgegeben. Müsste ich jetzt in Ruhe gucken, welche Rechnung das da ist. Aber lustig, dass gleich immer billig draufschreiben.
Ja, dann habe ich gesagt, also der Roman wird es einblenden. Also die Experten können das, wie gesagt, sicher erklären, warum quasi in Österreich ein Produkt, das in Österreich wie in Deutschland Fremdartikel ist, in Deutschland 2 Euro weniger kostet. Ne? Aber wie gesagt, die Experten und Expertinnen werden es erklären. Wieder den Aufhänger des Tages. Ja, ja, Österreich ist immer noch auf den Hund gekommen. Und in Salzburg fordern die Juden... Corona-Suchhund. Und in Salzburg fordern die Juden mehr Polizei vor der Synagoge. Na dann. Ja, ich hätte mal gesagt, damit sind wir jetzt wieder raus und man steigt wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. So. So, in Elvis seit 13 ist nicht besetzt. Dann schauen wir zu den 12 Aposteln. Ja, das ist einfach, weil die vielen Aufrufe des Videos, das inzwischen ja gelöscht, nicht gelöscht, sondern um Seherzahlen reduziert wurde von YouTube, einfach so viel die Welle geschlagen hat, so viel Aufsehen erregt hat, dass die gleich gesagt haben, die 13er sperren wir gar nicht mehr auf, weil da haben sie dann Angst, dass sie eventuell wegen Verbotsgesetz und so dran sind. Ihr wisst ja, zur Schaustellung verbotener Symbole. Wer es nicht kennt, Romans Videos angucken, Plem Plem und so, dann kennt ihr euch aus.